Wie kann der Bevölkerung im Gazastreifen geholfen werden? Das war die bestimmende Frage heute Nacht im UN-Sicherheitsrat. Auf eine gemeinsame Antwort konnte sich aber erneut nicht geeinigt werden. Zwei Resolutionsentwürfe scheiterten in der Abstimmung, einer aus den USA und einer aus Russland. Unterdessen ist die Situation für die Zivilisten im Gazastreifen weiterhin katastrophal. Fieberhaft suchen diese Palästinenser im Gazastreifen in den Trümmern nach Überlebenden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Kämpfe zwischen der islamistischen Terrororganisation Hamas und der israelischen Armee abklingen. Das israelische Militär wirft der Hamas vor, das Leid von Zivilisten in Gaza zu vergrößern, indem sie ihre Leute unter diesen verstecke. Nach und nach erreichen Hilfsgüter die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen. Ein vierter Hilfskonvoi, bestehend aus 8 Lastwagen, brachte am Mittwoch Arzneimittel, Essen, Säuglingsmilch und Trinkwasser. Den Vereinten Nationen zufolge wären für eine Versorgung der gut 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen Ladungen von 100 Lastwagen täglich nötig. Den Kliniken fehlt noch immer Treibstoff. Am Abend bekräftigte Israels Ministerpräsident Netanyahu Pläne für eine Bodenoffensive, lehnte jedoch ab, Einzelheiten zu nennen. Er versprach auch, dass der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober untersucht werde. Dieses Versagen wird umfassend untersucht werden. Alle werden Antworten geben müssen, auch ich. Derzeit, so Netanyahu, werde alles nur Menschenmögliche getan, um die von der Hamas verschleppten Geiseln nach Hause zu bringen. Vor der deutschen Botschaft in Tel Aviv protestierten 14 Angehörige deutscher Hamas-Geiseln. Sie wollen mit der Aktion an das Schicksal ihrer Liebsten erinnern. Die Zeit läuft, rettet sie heute, steht auf dem Boden geschrieben. International wird auf allen diplomatischen Kanälen versucht, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Die Frage ist, kann das gelingen? Björn Dahrke für uns in Tel Aviv. Ja, diese Bemühungen laufen natürlich, aber wir sehen weiter Aggressionen der Hamas aus dem Gazastreifen. Gestern wurden von dort Langstreckenraketen abgefeuert, nach Darstellung der Hamas, auf die südliche Stadt Eilat hier in Israel, wo auch viele Menschen aus der Nähe des Gazastreifens Zuflucht gefunden haben. Auch in die nördliche Hafenstadt Haifa wurden solche Raketen abgefeuert. Die Hamas will also zeigen, dass sie auch noch andere Stellen in Israel erreichen kann, nicht nur den Großraum Tel Aviv, nicht nur die Umgebung des Gazastreifens. Und das sind natürlich weitere Eskalationsstufen. Ein Flächenbrand hier in Nahost, der wird dann im Wesentlichen, ob der kommt oder nicht, davon abhängen, wie auch eine Bodenoffensive der israelischen Armee aussehen wird und dann die Reaktionen hier in der Region, namentlich des Irans. Auch von dort sehen wir beunruhigende Zeichen, dass von den Houthi-Rebellen im Jemen, die vom Iran unterstützt werden, in den vergangenen Tagen Raketen und auch Drohnen in Richtung Israel geschickt wurden, die von den USA abgefangen wurden. Also das sind alles so ein paar beunruhigende Puzzlestücke, die ein Bild ergeben, dass es wirklich sehr gefährlich hier werden könnte in den nächsten Tagen, wenn eine Bodenoffensive beginnt und wir dann auch die Reaktion der Nachbarländer hier genau beobachten müssen. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es ja erneut zu gegenseitigem Beschuss gekommen. Was ist dazu Näheres bekannt? Ja, dort gibt es ja immer wieder, wie in den vergangenen Tagen, da werden vor allen Dingen Panzerabwehrraketen aus dem Libanon, mutmaßlich von Hisbollah-Milizen, auf israelische Armeestellungen abgefeuert. Die israelische Armee erwidert dann auch immer wieder das Feuer, fliegt auch Luftangriffe auf Hisbollah-Stellungen im Süden des Libanon. Auch das ist nun wirklich sehr gefährlich und steht vor allen Dingen dafür, dass der Iran hier mitmischen möchte. Die Frage ist, wie sehr er in diesen Krieg weiter einsteigen möchte. Israel, also Premierminister Netanyahu, warnt immer wieder davon, nicht nur die Hisbollah, nicht nur den Iran, sondern auch den Libanon selber in diesen Krieg weiter sich zu engagieren, dass das auch sehr gefährlich wäre. Nur hat der Libanon als Staat nur sehr begrenzten Einfluss auf das, was im Süden seines Staatsgebietes passiert. Dort hat die Hisbollah das Sagen und dort werden weiter diese Provokationen, diese Angriffe auf Israel verübt. In der Nacht sind ja Nahost-Resolutionen im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Es geht um eine Feuerpause. Die Frage ist ja, würde sich Israel denn überhaupt darauf einlassen?
Also diese Resolutionen der Vollversammlung der Vereinten Nationen sind zunächst einmal nicht bindend. Sollte es auch eine Resolution des Sicherheitsrates geben, hochtheoretisch, aber sollte es sie geben, denke ich, wird Israel sich daran nicht gebunden fühlen. Israel, das macht die Regierung hier immer wieder klar, ist jetzt in einem Kriegszustand und verteidigt sich gegen den Angriff der Hamas mit 1400 Toten hier und wird alles andere dem unterordnen. Premierminister Netanyahu hat gestern Abend noch mal eine Rede gehalten, vom Fernsehen auch übertragen. Wir haben es gerade auch gesehen. Und dann hat er ganz klar gemacht, allein Israel bestimmt, wann, wie und wo eine Bodenoffensive beginnt. Aber er hat auch keinen Zweifel daran gelassen, dass sie kommen wird. Wir haben auch in der vergangenen Nacht gesehen, dass mehrere Panzer der israelischen Armee in den Gazastreifen eingedrungen sind, um dort Jagd zu machen auf Hamas-Terroristen, um auch Waffenlager dort unschädlich zu machen, Positionen, von denen Raketen auf Israel abgefeuert werden. Also Israel scheint jetzt mehr und mehr auch den Boden zu bereiten für eine größere Offensive in Gaza. In den vergangenen Tagen wurden ja 4 Geiseln der Hamas freigelassen. Die Frage ist, was ist mit den anderen? Gibt es da Bewegung? Wir haben ja in den vergangenen Tagen immer diese Andeutungen gehört, vor allen Dingen auch aus Katar, die sich in der Vergangenheit ja auch schon erfolgreich für die Freilassung dieser 4 Geiseln stark gemacht hatten, dass eine größere Freilassung von bis zu 50 Geiseln bevorstünde. Man muss das mit großer Vorsicht genießen, diese Verlautbarungen. Es kann auch Teil einfach der psychologischen Kriegstaktik der Hamas sein, so ein bisschen auch mit diesen Freilassungen zu spielen, um Druck aufzubauen, auf die israelische Regierung mehr Zeit zu geben für Verhandlungen, mehr Zeit zu geben für humanitäre Hilfe, was aber auch dazu führen kann, dass die Hamas sich eben besser auf eine Offensive der Israelis vorbereiten kann. Also das Ganze kann durchaus auch ein sehr zynisches Spiel der Hamas hier sein, mit solchen Andeutungen weitere Unruhe reinzubringen und zu erreichen, dass eine Bodenoffensive der Israelis weiter aufgeschoben wird. Danke für diese Einschätzungen. Björn Dahlke nach Tel Aviv. Zur Situation im Gazastreifen hat mein Kollege Helge Fuß in den Tagesthemen mit Matthias Schmale gesprochen. Schmale war bis vor 2 Jahren Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks für die Palästinenser in Gaza. In der ersten Frage ging es um das Leid der Zivilbevölkerung unter der Terrororganisation Hamas. Also in der gegenwärtigen Situation leidet die Zivilbevölkerung sehr, aber nicht nur natürlich an Hamas, sondern in erster Linie an den Bombenangriffen, den pausenlosen Bombenangriffen. Vor dem Krieg war es natürlich so, dass Hamas den Gazastreifen eindeutig runtergewirtschaftet hat. Also das Leiden bezog sich in erster Linie auf die ökonomischen Zustände, hohe Arbeitslosigkeit, kaum verfügbares Privatleben. Und natürlich ist ein weiterer Teil die Blockade. Die Leute können nicht raus. Zu meiner Zeit war es so, dass 95% der Bevölkerung Gazas, der 2 Millionen Menschen dort, nie draußen waren. Also kein normales Verhältnis haben zum Rest der Welt, inklusive zu den Israelis. Mit den Bombenangriffen meinten Sie gerade die Raketenangriffe Israels, nachdem die Hamas das Massaker vor 2,5 Wochen gegen Israel durchgeführt hat. Sehen Sie denn aber eine Alternative, einen anderen Weg dazu, als die Hamas nun noch mal mehr als früher zu bekämpfen und, wie Israel gesagt hat, die Hamas eigentlich auszuschalten, wäre auch für die Zivilbevölkerung eine Verbesserung am Ende, oder? Ich habe dazu 2 Bemerkungen. Das eine ist, ich habe ja einen Krieg selber miterlebt, 2021, wo das Ziel war, Hamas nicht auszulöschen, aber zumindest sozusagen so zu dezimieren, dass sie keine Angriffe mehr leisten können. Und meine Frage ist ganz einfach, nach 5 Kriegen ist das Ziel nicht erreicht. 1400 Israelis sind durch den schrecklichen Anschlag vom 7. Oktober ums Leben gekommen. Also bisher hat die Strategie nicht gewirkt. Das ist ein Punkt. Warum soll es jetzt das Ziel erreichen? Und das Zweite ist, selbst wenn es gelingen würde, Hamas auszuschalten, ist der Preis, den die Zivilbevölkerung im Gazastreifen leistet, einfach nicht vertretbar. Es sind ja mittlerweile weit über 5000 Menschen tot, die meisten davon Zivilisten, inklusive 2000 Kinder. Und aus meiner Einschätzung ist das einfach nicht zu rechtfertigen.
Sie sprechen die Zahlen gerade an. Die stammen ja aus dem Gesundheitsministerium vor Ort, das wiederum ja auch von der Hamas kontrolliert wird. Wie glaubhaft sind solche Zahlen? Unabhängig sind die nicht bestätigt? Also nach meinen Erfahrungen von fast 4 Jahren gab es innerhalb des Gesundheitsministeriums schon Leute, die versucht haben, ihre Arbeit vernünftig zu machen. Die Leitung der Gesundheitsbehörde ist halt Hamas. Aber viele Leute, die dort arbeiten, sind normale Leute, so wie Sie und ich. Das Gleiche trifft zu für die Ärzte und Krankenschwestern und das medizinische Personal in den Krankenhäusern. Das sind weit überwiegend keine Hamas-Anhänger. Und die Zahlen, die die Gesundheitsbehörde rausgibt, kann man ja überprüfen aufgrund der Aussagen der Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, der 13.000 UNRWA-Mitarbeiter, die das mit überprüfen können, der Journalisten, die vor Ort sind. Also es kann natürlich sein, dass... Und genauso haben wir natürlich in der vergangenen Woche erlebt, Zahlen, die die Hamas und auch das Gesundheitsministerium und das Krankenhaus bekannt gegeben haben, nachdem es dort einen Einschlag gab und diese Zahlen sind bis heute auch nicht so nachvollziehbar bestätigt worden. Aber kommen wir zurück auf die Hilfe für die Bevölkerung vor Ort. Was wird da am dringendsten gebraucht und wie kann man ausschließen, dass die Hilfe ankommt, ohne dass sie in die Hände der Hamas fällt? Also vielleicht mit dem letzten Teil Ihrer Frage angefangen. In meiner Zeit haben wir über 1 Million Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt im Gazastreifen. Jedes Quartal haben über 1 Million Menschen von uns Nahrungshilfe bekommen. Und das haben wir selber kontrolliert. Wir haben die Waren eingeführt, die Nahrungsmittel in enger Abstimmung mit den israelischen Behörden und selber verteilt unter unserer eigenen Kontrolle. Und das ist natürlich jetzt immer noch möglich, solange es Feuerpausen gibt, also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort sicher arbeiten können wir Hilfsmaßnahmen selber kontrollieren. Ich glaube wirklich, dass es Garantien dafür gibt, dass Hilfe, die direkt über die UNO oder übers Rote Kreuz oder im Médecins Sans Frontières geleistet wird, direkt an die Leute kommt, die sie benötigen. Herr Schmale, ich danke Ihnen für Ihre Einblicke und Einschätzungen zur Situation in Gaza. Danke Ihnen nach Hamburg.